Entering Sabbath Sewer. Oh, das sieht ja mal interessant aus. Okay. Das gefällt mir schon mal sehr gut hier direkt. Oh, da ist sogar ein Fenster drin. Ob man da hinten noch später hinkommt, wer weiß. 285 Gegner, by the way. Und mehrere haben sich schon selbst gekillt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Das ist sehr nett von euch. Oh, das sieht cool aus. Wir haben auch 11 Secrets, also wahrscheinlich ist diese Map groß. Schon wieder Map 9, die dann so groß ist, oder was? Okay, hier werden wir auf jeden Fall erstmal eine gelbe Karte brauchen. Okay, sehr viele Shotgunner. In irgendeiner Todeskathedrale. Okay. Den habe ich gerochen, ich sag euch, wie es ist. Okay, ich sehe schon, dass hier... Ah, ups. Gar nicht mal so einfach hier zu kämpfen mit den ganzen Bänken. Viel besser. Naja, hier werden wir auf jeden Fall eine blaue brauchen. Und da oben kommt man bestimmt dann auch irgendwie hin. Irgendwie von irgendwo. Bei Zeiten. I guess. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da nach unten. Das ist natürlich sehr unheilvoll. Aber bisher noch nichts zu Schlimmes. Ja, komm du mal hier runter, bitte. Ja, komm, trau dich. Trau dich. Trau dich. Danke. Dass die auch ständig so frech zwei Schüsse überleben müssen. Es ist doch unglaublich. Aber vielleicht sollte ich auch nicht einfach darauf pokern, dass die zwei Schüsse nicht überleben. Okay. Ach, das wird doch später noch irgendwie ein Secret sein oder so. Na egal, jetzt rennen wir mal da entlang und gucken uns hier ein bisschen um. So, der muss zuerst sterben. Fuck. Wenn ich jetzt noch einen Schuss abfeuern würde, hätte ich nicht gedacht. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Guten Tag. Ah, ach no. Fuck. Fuck. Oh, jetzt muss ich hier unten nochmal kurz hin. Einfach nur damit das wieder erledigt ist, weil sonst vergesse ich das später noch. Nice. Na dann auf ein neues. Auf ein neues. Diesmal ein bisschen brachialer. Diesmal rennen wir einfach rein. Dann habe ich auch mehr Platz zum Ausweichen. Na komm. Der Mankus jetzt auch noch die drei Schüsse überleben muss. Frech sind diese Monster schon wieder. Aber aufs Maximale. Am Tag. Okay, irgendwas hat sich... Ha. Aha. Nice. War jetzt aber kein Secret oder so. Sieht tatsächlich irgendwie auch cool aus. Hm.
Okay, hier erstmal wohl kein Weiterkommen, aber wir haben ja noch hier ein paar Sachen, die wir uns anschauen können. Ich schaue mir das Große zuerst an. Aber hier brauchen wir auch wieder eine rote. Lol. Autsch. Das war gemein. Das war sehr gemein. Aber ich weiß ja, wo HP liegt. Ich hole mir kurz welche. Zack, zack. Na, hier noch? Nee. Ah, lol, das geht auch auf, okay. Okay, jetzt dann aber. Aha. Okay, der Sektor ist kein Secret. Man weiß ja nie. So, hier muss ich nach oben. Oje, oje. Oh nee, kein Pain-Elemente, bitte. Einfach schnell wegmachen. Na komm. Komm hierher, ich treffe dich sonst nicht. So, aber hier ist auch nichts, oder? Sieht irgendwie nicht danach aus. Es scheint auch irgendwie eine Sackgasse zu sein. Dann wird es aber jetzt ein bisschen schwieriger, weil jetzt habe ich irgendwie gefühlt nur. Jetzt habe ich gefühlt nur Sackgassen. Ah. Ach komm. Na gut. Zack. Aber. Oh, hier ist was. Nice. Ein interessantes Muster, I guess, auf dem Boden. Dass für irgendwas da ist. Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus. Na? Okay. Ach so, damit kommen wir nur zurück. Au. Ah, okay, jetzt kann man da hinten weiter. Dann, let's go. Schauen wir doch einfach mal direkt vorbei. Schauen wir direkt vorbei und gucken, was jetzt hier so schönes Neues ist. Kein Problemchen. Oh. Das hier wurde jetzt geschlossen. Na gut. Und ja, guten Tag, ihr Kakos. Und zack. Naja. Na schön. Und jetzt kommen wir an die rote, nice. Au. Wie gemein. Ach komm, fuck.
Scheiße. Scheiße, einfach nur Mist. Es war fies. Aber das habe ich auch nicht ganz so gut gemacht. Hätte ich besser machen können. Hätte ich definitiv besser machen können. Na. Nice. Okay, dann zack, zack. Schnappen wir uns alles. Oh, shit, da kommen ja nochmal Gegner. Fuck. Fuck. Die habe ich komplett vergessen. Warte mal ganz kurz. Macht das was, wenn man da hochspringt? Nee, weil es hat mich so gewundert, dass der... warum auch immer der hier so einen Giftboden hat, der Schalter. Ach, fuck. Die habe ich komplett vergessen. Ich dachte direkt gerade schon wieder nur an den Revenant. Die habe ich komplett vergessen, ey. Oh, really? So, jetzt aber. Okay. Hä? Was soll das denn? Wie unnötig ist... Wie unnötig ist das denn, bitte? Ich check das. Ich check das nicht. Das ist richtig, richtig merkwürdig. Wir brauchen auf jeden Fall HP. Das geht uns nicht gut. Aber absolut nicht. Hallo. Okay, wie kommt man zu der... Kommt man zu der Rüstung? Upsi. Oh no, ein Mankubus. Auf Schützenposition ist der Gute. So. Aha. Ach lol, okay, da kommt man nur hier hoch. Na super. Das bringt mir nicht so viel. Really? Jetzt ist da noch ein Arachnotron irgendwo? Das ist wie gemein, ey. Jetzt hatte ich die Mankubi da, wo ich sie haben wollte. Und dann kommt auch auf einmal noch so ein Arachnotron. Dann war für mich auch der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, nee. Das muss ich anders regeln. So zum Beispiel. Nice. Ah, finally, bisschen Muni hier. Wir hatten schon wieder unter 50 gerade. Das ist super. Das ist wieder Peak Game Design. Imp-Gruppen und die Doppelläufige. Oh je. Plop. Gemein. Was, da hat erwischt? Okay. Nice. Das sind keine Verfolgungsraketen gewesen. Oha. Ah, cool. Da kommt man hier hin. Und aus irgendeinem Grund hierhin. Na gut. Dann renne ich halt mal wieder zurück. Ich meine.
Hier habe ich noch Sachen zu erledigen. Und mit Sachen meine ich Gegner. Euch habe ich definitiv noch zu erledigen, ja, ja. So. Zack, zack. Nice. Okay. Den habe ich leider zu spät bemerkt, Mist. Oh, da kommen wir sogar durch. Ja, holy. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich leider nicht die HP, um da... Ja, man hat jetzt hier natürlich keine Position, die in irgendeiner Form begünstigend ist fürs Kämpfen. Wir haben hier halt auch noch die Chain Gunner, die da... Nice, immerhin. Ach fuck, ja, das ist nämlich genau das. Hier muss man jetzt echt ein bisschen Glück haben. Weil die trifft man hier nicht wirklich. Der Teil von dem Musiktrack ist sehr cool, by the way. Der hat was sehr Oldschooliges. Ja, cool, ich hätte mir das sehr viel einfacher machen können. Ganz einfach! I don't care. Ist mir so scheißegal. Ist mir nicht mehr scheißegal. Ach nee, nicht. So, nice. Die kümmern sich um den Chain Gunner. Oh, oh. Nice. Oh lol. Das kommt nicht so oft vor, dass Baron sich gegenseitig fetzen. Ja, holy shit, ey. Dass ich das noch erleben darf. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass dahinter irgendwann noch irgendwas ist. So. Es ist guter Rat teuer so langsam, oder? Es ist guter Rat teuer so langsam. Ich guck nochmal da an der Stelle, wo die gelbe war. Vielleicht kann man die sich ja inzwischen schnappen. Nope. Na, hier ist auch nichts, aber ich habe gerade noch irgendwas gesehen. Muss ich nochmal da hoch? Was ich mir schnell anschauen möchte. Zack. Und zwar hier. Yeah. Nice. Lol. Okay. Ah, okay, da kommen wir halt einfach nur wieder zurück. Ja, aber nicht schlecht. Das ist noch vom Anfang der Teil. Na gut. Aber wir haben schon echt viele Gegner gekillt, tatsächlich. Uns fehlen aber noch zwei Karten. Und ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, wie ich jetzt hier weiter verfahren muss. Ich meine, das ist das Letzte, was ich geöffnet hat, heißt, irgendwas hier muss ja noch zu machen sein.
Vermutlich. Aber hier ist zum Beispiel auch, keine Ahnung, so das gelbe Kartensymbol oder ja. Könnte halt sein, dass ich hier schon, dass ich irgendwas anderes vergessen habe und hier schon die Dings haben hätte müssen. I don't know. Das hier finde ich auch noch ein bisschen merkwürdig, dass das hier einfach, dass mir halt einfach durch kann. Deswegen bin ich gerade echt am Überlegen. Vielleicht muss ich mal woanders zuerst hingehen und nochmal mich umschauen. Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass man das musste. Oh, ich frage mich echt, wie man noch zu der Rüstung kommt. Ich frage mich echt. So, ich guck mal nochmal ganz kurz hier. Hier ist weiterhin nichts. Ich glaube, das war echt nur für den Kill, damit man den halt macht. Hier war ja, soweit ich weiß, auch nichts. Hier war nur diese sehr komische Stelle. Und hier hinter ist bestimmt auch noch irgendwie ein Secret. Ah. Ich meine, das hier wird wehtun, oder? Ja. Aber das bringt mir auch nichts, das zu wissen. Bisher auf jeden Fall noch ein bisschen komisch. Gehen wir mal nochmal in den Bereich. Vielleicht ist hier irgendwo jetzt was. Ich meine, auf der einen Stelle oder auf der einen Seite muss ja eigentlich erstmal. Da muss ich erstmal eine Karte haben. Hier war ich jetzt schon lange nicht mehr, aber gut, das ist auch. Das ist, denke ich mal, auch eher wurscht. Und hier werde ich die blaue brauchen. Ha. Schwierig. Und ich glaube, hier ist ja auch nichts Neues, oder? Nee. Aber vielleicht jetzt da hinten, wenn ich hier lang gehe. Auch nicht. Ah, doch. Nice. Jetzt frage ich mich, war das die ganze Zeit schon zugänglich? Das sah irgendwie nicht so aus, als wäre da irgendwas gewesen, was da nicht schon mal gewesen ist. Oha. Hier kriegen wir dann auch endgültig die gelbe. Ja, jetzt warten wir erstmal, bis die Karkus hierher gekommen sind und machen uns hier kurz ein schönes Minütchen oder so. Ich trinke einen Schluck. Hä? Wohl bekommt's. Leckeres Leitungswasser, geil. So, jetzt seid ihr da. Jetzt kann's losgehen. Au. Okay. Zack. Immer sehr gut, wenn Karkus für ein bisschen noch Raketen abfangen. Ja, komm schon. Yeah! Oh, die verfolgt mich. Nice. Oh, upsie, den habe ich ja komplett vergessen. Jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich nicht gestorben bin. Oh je. Aber das ist kein Problem. Das kann sich durch Circle Straving hier eigentlich sehr einfach lösen lassen. Wir haben mehr als genug Platz, dass das hier keinerlei Gefahr ist. Hier stehen nicht in Gegnern oder so. Ich hätte auch einfach Raketen nutzen können. Oh, die sind ja noch mehr. Aber ich hole erstmal alles aus der Lava hier raus, bevor ich hier weggehe. Und bevor der Anzug ausläuft. So, jetzt können wir nach oben. Also demnächst oder so jetzt so langsam kommt insgesamt quasi der Endspurt. Oh.
Leute. Leute, seht ihr das? Seht ihr das auch? Jetzt muss man mich nur noch rauslassen. Ja, nice. Au. Meinst du, das ist mir doch scheißegal, wenn du mich jetzt damagst. Genauso wie du. Au, 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 au. Ist mir auch alles scheißegal. Denn ich habe eine Megasphäre. Ich habe jetzt eine Megasphäre. Oh, was ist dies? Das sieht interessant aus. Okay, man kommt einfach nur. Also ich meine, ist nett. Hat sich gerade was. Ach so, ja, das. Ist auf jeden Fall ein netter Service, auf jeden Fall. Ja, ja. Guck mal, das. Nee, man kann das nicht runterfahren lassen. So. Wir hatten jetzt doch schon ein bisschen mehr Raketen gerade, deswegen warum nicht? Oha. Ja. Einfach ein bisschen mit denen tanzen. Einfach ein bisschen mit denen tanzen, dann. Okay. Das sieht ominös aus, aber cool. Na gut. Jetzt ist man wieder hier, okay. Was Sinn ergibt, weil hier war ja noch das hier. Oh, und was ist das? Auch pseudopermanent. Diese gemein. Ließ aber ganz genau wissen, dass der Spieler hier aber schnurstracks zur Automap will. Diese frechen. Frechen Entwickler, ey. Aber nice. Das bedeutet doch wahrscheinlich, dass ich hier eventuell sogar mir die ganzen Secrets einfach easy holen kann. Zack. Oh nein, ein Mankobus. Zack. Zack. Babab, 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 babab. Oh je, Drops ins Unbekannte, nie gut. Ah, au. Das ist noch in Ordnung. Es öffnet sich bestimmt auch noch gleich. Cool. Dann zack. Ja, war klar, dass ich das öffnen würde. Oh. Dankeschön. Oh nein. Zack. Lol. Ja gut, das ist auch ein bisschen merkwürdiger, muss ich ja zugestehen. So, jetzt mal ganz kurz schauen. Ja, dachte ich es mir noch. Ui, wo bringt mich das hin? Ah, nice. Das ist doch nice. Wir haben jetzt die Rüstung bekommen. Das ist super. Okay. Und nur noch drei Gegner am Leben. So, warte, was wollte ich jetzt zuerst machen? Zuerst will ich hier hin, genau. Ja.
Dann schauen wir uns das hier mal an. Und schnappen uns das natürlich direkt. Ganz easy und locker. Wir gehen hier lang. Nochmal Richtung Anfang. Okay. Nicht so eine einfache Geschichte. Nicht so eine einfache Geschichte anscheinend. Vielleicht haben wir hier ja irgendwo... Aha. Ah. Das kann man von hier vielleicht sogar treffen. Also von der anderen Seite aus. Das werde ich mir mal ganz kurz nochmal anschauen. Vielleicht muss man das anschießen. Let's go, testen wir das Ganze doch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was bringt. Und zwar hier. Awa. Okay, man kann hier einfach... Hat er sogar einen Pfeil? Ja, cool. Aber das öffnet das hier nicht. Trotzdem nice. Ja. Trotzdem nice. So. Da wäre auf jeden Fall noch was zu erledigen. Und wie sieht's hier aus? Das ist... Ja gut, das war die eine Stelle, wo ich ja eigentlich eh schon gewesen bin. Kommen wir hier eigentlich jetzt hoch? Nee. So, dann gucken wir uns das hier nochmal an. Das war hier. Ist aber alles noch... Und hier kann man so viel rein, wie man will. Das bringt nichts. Ne? Also man kann auch nicht irgendwie versuchen, die Wand dort oder dort anzudrücken. Na gut. Da dann wahrscheinlich später noch mehr zu. Wir werden dem Ganzen auf jeden Fall noch auf die Schliche kommen. Es sind wahrscheinlich ja, zwei mindestens Secrets, die ich gesehen habe, wo ich noch nicht hinkomme. Okay. Ich meine, da ist das Exit, ne? Ist klar. Und das hier... Das hier wird uns bestimmt dann auch da nach oben zur Souls 4 führen. Wenn man das dann geöffnet hat. Die Frage ist nur wie, aber dann würde ich sagen, gucke ich mal und man sieht sich dann. Okay, fangen wir mal an. So, genau, hier rübergehen. Dann kommen wir hier... Na super. Das ist natürlich super. Und ich wird jetzt nicht so einfach, aber es geht. Nice. So, perfekt. Da wollen wir aber nochmal hin. Und zwar hier kommen wir dann zum Berserk-Pack. So. Und jetzt gehen wir noch einmal... Noch einmal hier lang. Ja. Ja. Zack. Nice. Wie er sich versteckt hat. Mist. Ja, super. Das hat auf jeden Fall jetzt schön wehgetan. Vielen Dank. Ah.
So, nice. Und jetzt können wir auch noch hier rüber springen und dann haben wir hier die letzten Kills und das Secret. So, dann einmal. Ah, fuck. Das war. So wollte ich das nicht. So wollte ich das nicht. Wenn man es nämlich hier geschickt macht. Na. Fuck. Ist nicht so einfach, genau. Zack, kriegt man hier nämlich auch noch was. Zwar kein Secret, aber. Na, Special Secret. Oh, übrigens, by the way, wenn ich hier noch dabei bin, eben, kann ich das auch noch schnell zeigen. Das hier ist für Multiplayer. Wenn man hier, das ist quasi ein Deathmatch-Spawn. Und wenn man dann quasi durch das Gitter läuft, was nicht auf Impassable ist, dann öffnet sich das hier, da ist eine BFG drin. Wisst jetzt also gar nicht, ob die jetzt hier sogar im Nicht-Multiplayer drin platziert wurde. So. Wunderbar, wunderbar. Das war doch ein cooles Level, sehr, sehr lang auf jeden Fall, sehr groß, aber insgesamt hat es echt sehr Spaß gemacht, also will ich mich nicht beschweren. Könnte eigentlich bisher sogar die beste Map gewesen sein. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.